willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon am Titel erkennen könnt, geht es heute ums Thema Haare färben. Ein Thema, ja, was nicht so häufig auf meinem Kanal vorkommt, einfach weil ich mir ja meist die Haare töne und nicht färbe. Jetzt in letzter Zeit passiert das schon ein bisschen häufiger. Ja gut, eigentlich nur einmal. Ich habe mir die Haare braun gefärbt, wie man sieht. Und darüber noch ein bisschen was anderes gegeben. Man sieht den lila Stich noch einigermaßen. Ich denke, ihr könnt es erkennen, oder? Es ist immer so schwierig mit einigermaßen dunklen Farben. Und jetzt dachte ich, ich möchte noch mal eine kleine Veränderung haben. Nicht nur die Farbe, aber das seht ihr dann am Ende des Videos nochmal. Und ich dachte, ich verknüpfe das Ganze mal mit einem kleinen, ja, Tutorial, mit einer kleinen Anleitung, worauf man beim Färben eigentlich so achten sollte, was man nicht so tun sollte, was man unbedingt tun sollte. Denn ich glaube, das habe ich auf meinem Kanal auch noch nicht gemacht. Ich habe zwar vor einer Weile mal ein Video gemacht, wie man Tönung und Färbung unterscheiden kann, aber ich glaube, ich habe noch nie ein Video gemacht, worauf man beim Färben achten sollte. Und deswegen dachte ich mir, das muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen, damit ich dieses Thema auch auf meinem Kanal habe. Ich bereite mir hier schon mal meine Farbe vor. Ihr wisst ja, ich habe noch jede Menge Farben von früher, als ich noch beim Friseur gearbeitet habe. Schwarz ist jetzt aber nicht so das Problem. Das kriegt man ja überall, auch in der Drogerie. Und ja, da ranzukommen ist jetzt nicht so das Problem. Ja, ihr wisst ja, ich sage euch immer nicht so gerne, wenn ich hier färbe, womit ich färbe, weil das einfach Marken sind, die ich damals noch verwendet habe im Salon oder verwenden musste, die aber leider nicht vegan und nicht tierversuchsfrei sind, und ich möchte für sowas auf meinem Kanal keine Werbung machen. Ich kann ja schon mal mit den ersten Tipps anfangen, solange ich hier die Farbe zubereite. Natürlich sollte eigentlich klar sein, dass man sich alte Sachen anziehen soll. Ich habe ja jetzt hier auch meinen Färbepullover an, der schon so die ein oder andere Farbvielfalt hier aufweist von meinen bunten Haartönungen. Das ist ganz praktisch, wenn man dann immer die gleichen Klamotten anzieht, die dann auch schmutzig werden dürfen. Ja, natürlich Handschuhe tragen beim Auftragen. Sollte eigentlich auch klar sein, aber ich erwähne es trotzdem vorsichtshalber nochmal. Dann, wenn man mit chemischen Farben arbeitet, sollte man auf gar keinen Fall metallische Schälchen oder Löffel oder Pinsel oder was auch immer benutzen, weil es sonst zu einer chemischen Reaktion kommt. Also ich habe hier diese Plastikschälchen und diese Pinsel von Wella. Ich gucke mal, dass ich euch das irgendwie verlinken kann. Also auf jeden Fall nicht mit Metall daran gehen, denn sonst kommt es, wie gesagt, zu chemischen Reaktionen und das kann sehr unschön werden. Sollte man also darauf verzichten. Nach Möglichkeit sollte man beim Färben oder auch Blondieren nicht frisch gewaschene Haare haben. Also es ist ganz gut, wenn die Haare vielleicht auch schon ein bisschen fettig sind, also der Ansatz ein bisschen fettig ist, weil es dann nicht so schlimm für die Kopfhaut ist, sage ich jetzt mal. Also ich kann das tatsächlich aus eigener Erfahrung auch sagen, wenn ich mir jetzt die Haare frisch wasche, und ich mache das ja relativ spontan meist, dass ich mir dann die Ansätze blondiere und ich habe dann wirklich frisch gewaschene Haare, dann brennt das viel mehr auf der Kopfhaut, weil einfach dieser Schutzfilm nicht mehr da ist. Natürlich, so eine Blondierung besonders, ist ja so aggressiv, die kommt auch durch dieses natürliche Talg-Schweiß-Gemisch da durch. Das ist jetzt nicht so, dass dann gar keine Schäden entstehen, aber die Kopfhaut wird einfach nicht so stark angegriffen. Und auch wenn man dann zum Beispiel zum Friseur geht und Strähnchen machen lässt oder so, dann ruhig mit leicht fettigem Ansatz hingehen. Ich weiß, die meisten machen das nicht, weil man will ja keinen schmuddeligen Eindruck sozusagen hinterlassen. Aber ich habe das auch meinen Kunden früher mal gesagt. Zum einen, gerade wenn man Strähnchen macht, dadurch, dass der Ansatz schon so leicht fettig ist, kann man besser Strähnchen machen, weil man die Haare besser separieren kann. Wenn man die Haare frisch gewaschen hat, ist es bei vielen ja häufig so, dass die Haare fliegen. Dann ist es schwieriger, Strähnchen zu machen. Das zum einen. Und man hat halt eben den Vorteil, dass die Kopfhaut ein kleines bisschen geschützt ist. Aber halt auch beim Färben oder beim Blondieren eben. Also man sollte jetzt nicht unmittelbar die Haare frisch gewaschen haben. Sieht das nicht schön aus? So ein ekliges Nasenpopel gelb-grün. Welchen Pinsel man übrigens nimmt hier beim Auftragen, ist eigentlich egal. Ich bevorzuge, da seht ihr jetzt gerade nicht, nehme mal einen frischen. Ich bevorzuge mal diese hier. Die sind von Wella. Die haben hier auf der Seite so ein kleines Kämmchen. Und hier den Pinsel. Es gibt ja ganz verschiedene. Ne? Es gibt auch so welche hier. Oder solche kleinen, oder hier solche leicht abgeschrägten. Das ist eigentlich egal, es ist nur so eine Komfortsache. Die einen kommen hiermit besser klar, die anderen hiermit. Ich habe es halt hiermit auch gelernt im Salon, deswegen die kann ich irgendwie auch besser greifen, deswegen mache ich es lieber hiermit. Ist aber auch ein bisschen fatal, weil hier dieses Kämmchen ist. Das lädt halt immer dazu ein, die Haare durchzubürsten, aber dazu
sage ich euch gleich noch was. Ich fange jetzt erstmal hier an, die Ansätze einzumatschen, beziehungsweise ja, das großzügig aufzutragen. Ich will ja jetzt nicht nur die Ansätze nachfärben, sondern alles komplett. Deswegen mache ich das jetzt wirklich mal großzügig hier. Übrigens, wo ich jetzt gerade hier an den Ansätzen bin, ich habe euch ja bei dem letzten Färbevideo, wo ich meine Haare braun gefärbt habe, schon eine super Variante gezeigt, wie man unangenehme Farbränder hinterher los wird. Klar gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da vorher irgendwie was drauf zu machen. Aber jetzt zum Beispiel gerade hier in diesem Bereich, bei mir ist es jetzt hier relativ gerade, aber manche haben hier nur so ganz wenige Haare und dann muss man ja trotzdem so darüber pinseln. Dann sieht man hier halt gerade bei den feineren Haaren hier diese Farbränder ziemlich gut und da bringt es halt auch nichts, da irgendwie vorher was drauf zu machen, denn man muss die ja trotzdem ordentlich einpinseln. Naja, jedenfalls gibt es in diesem Video eine super Erklärung, eine super Anleitung, wie man diese unangenehmen Farbränder easy entfernt, ohne sich irgendwelche Entferner kaufen zu müssen. Schaut doch einfach da mal rein. Ich verlinke euch das auch gerne hier und in der Infobox, mein Gott, in der Beschreibung. So, aber jetzt hier erstmal weiter. So, bei anderen arbeite ich da immer im Kreuzscheitel, aber bei mir selber ist das ein bisschen umständlich, weil ich das auch nicht so gut sehe, gerade hinten und so. Da mache ich es einfach immer von links nach rechts quasi. Also einmal alles auf die Seite und dann, wenn ich unten angekommen bin, dann alles auf die Seite. Kommen wir jetzt mal zu dem Durchziehen, so nennt man das. Das ist jetzt nämlich genau das Tückische, was ich meinte bei diesen Kämmen hier. Dadurch, dass sie ja hier eben diesen Kamm haben, das habe ich früher auch immer gemacht, weil es einfacher war. Ich habe die Haare ne, so durchgekämmt, also die kleinen einzelnen Passés, weil man so einfach das Gefühl hat, man kann die Farbe besser verteilen. Sollte man aber nicht machen, deswegen würde ich auch empfehlen, solche Kämme eher nicht bei oxidativen Haarfarben oder bei Blondierungen zu verwenden. Ja, ich siehst du, ich wollte es jetzt nämlich schon wieder machen. Nehmen wir mal die Hände dafür. Weil das Problem ist, dass man sich damit die Haare kaputt macht. Also man darf ja nicht vergessen, die Schuppenschicht wird ja hier geöffnet, ne? Und das Durchkämmen würde die Schuppenschicht, dadurch, dass sie geöffnet ist, beschädigen. Ihr kennt das ja sicherlich auch, wenn ihr zum Beispiel eure Haare gerade gewaschen habt, wenn sie noch feucht sind und ihr habt jetzt keine Spülung oder sowas genommen, dann kann man die einfach nicht durchkämmen. Das liegt daran, dass die Schuppenschicht geöffnet ist. Grundsätzlich schon Wasser öffnet die Schuppenschicht leicht, Shampoo noch etwas mehr und das hier, also Farbe, Blondierung natürlich extrem. Ne? Und dadurch, dass die Schuppenschicht eben geöffnet ist und absteht, dann dadurch zu kämmen mit einem Kamm, würde die Schuppen, die einzelnen Schüppchen gegebenenfalls abreißen und das ja, sorgt natürlich für Instant-Haarschäden, also nicht durchkämmen. Leider machen das auch viele Friseure. Man sollte übrigens dann auch später, wenn man fertig ist, die Haare nicht zusammenbinden oder Alufolie drüber packen, ein Handtuch drum machen. Viele machen das ja auch, dass sie Blondierung zum Beispiel in Alufolie so einpacken, in so kleine Päckchen. Die Blondierung wirkt dadurch aber nicht besser, nur schneller, weil die Wärme der Kopfhaut sozusagen gespeichert wird. Und das Ergebnis wird dadurch aber auch unberechenbar und sehr wahrscheinlich fleckig. Zudem kann man die Blondierung so nicht mehr kontrollieren. Also die kann auslaufen, dadurch, dass sie flüssiger wird durch die Wärme. Und das kann halt zusätzlich noch Flecken verursachen. Also wenn man jetzt Strähnenfolien macht, dann die Strähnen einfach locker übereinander legen und nicht knicken und so Päckchen formen. Bei einer Tönung oder Pflege kann man das ruhig machen. Ja, dadurch entsteht eben ein Wärmestau. Und bei einer Farbe kann dann das Alkalisierungsmittel, das in der Regel Ammoniak ist, habe ich auch schon mal in einem Video erklärt, sich nicht verflüchtigen. Und das kann dann zu Haarschäden führen. Also Ammoniak öffnet ja die Schuppenschicht, dafür ist das in diesen Produkten enthalten. In wenigen Minuten öffnet sich dann die Schuppenschicht und sobald die Farbe dann aufgetragen wurde, wird Ammoniak dann nicht mehr benötigt und das verfliegt dann, was auch gut ist. Dadurch, dass die Haare dann aber in einem Handtuch zusammengeknutscht sind oder in Alufolie oder zu so einem Döttchen zusammengeknödelt wurden, kann es nicht verfliegen und das Haar wird dann weiter unnötig aufgequollen und geschädigt. Also ist auch ein Fehler, den sehr viele Friseure machen. Einfach eine Strähne locker über die andere legen. Gut, ich mache jetzt
gerade dasselbe hier, aber ich muss da gerade erstmal die Farbe auftragen, aber dann später beim Einwirken einfach alles locker runterhängen lassen. Ist zwar ein bisschen blöd, weil es stört und so, aber es ist für die Haare wesentlich schonender. So Leute, ich trage das jetzt hier erstmal fertig auf. Das dauert noch ein Weilchen. Ich werde das Ganze dann halbe Stunde einwirken lassen. Das Ganze dann gründlich aufemulgieren, um die Farbränder zu entfernen. Wie in meinem letzten Färbevideo gezeigt. Ich verlinke euch das, wie gesagt, in die Infobox. Und dann mit Shampoo einmal waschen, Pflege drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. So, ich denke, ich bin soweit. Ich habe mir gerade noch mal versucht, den Pony zu glätten. Ich habe einen Pony, wie man sieht. Und ich habe meine Haare ein bisschen gekürzt. Und ja, sie sind schwarz, welche Überraschung. Das Blöde ist, ich wollte jetzt mal wieder so einen etwas kürzeren schwarzen Pony haben. Aber das Doofe ist ja bei meinen Wirbeln, ich habe direkt zwei Stück hier vorne, ist das fast unmöglich, den gerade hinzukriegen. Ich habe mir jetzt wirklich Mühe gegeben. Aber so hundertprozentig klappt es nicht. Aber ich finde, es sieht ganz okay aus. Stil. Hatte ich jetzt auch schon so länger nicht mehr. Ja, hat gut funktioniert mit dem Schwarz. Wundert mich jetzt aber auch nicht. Ist halt eine Farbe, ne? Farbränder habe ich auch keine, wie man sieht. Hat alles wunderbar funktioniert. Haare fühlen sich gut an. Mit deinem Stopf hier. Guck mal, wie das aussieht. Hat schon kein Gesicht mehr. Ich hoffe, dass euch diese Tipps etwas gebracht haben. Würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Lasst doch gerne mal Feedback da. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Mehr gibt's dazu nichts zu sagen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.